incorruptible. Determination that is incorruptible. From the other side of terror to behold, annihilation will be unavoidable. Every broken enemy will know that their opponent is to be invincible. Take a last look around, longer alive. I'm an indestructible master of war. Hallihallö und herzlich willkommen zurück zum Treureport-Live-Bericht Restefestessen mit Shepard und Konsorten. Die gesamte Normandie ist bevölkert von Teammitgliedern, die gut gelaunt, frohen Herzens auf die Mission fokussiert und loyal zu uns sind. Die ganze Normandie? Nein! Eine von unbeugsamen Familienproblemen geplagte Asari harrt noch darauf, dass ihr Herz ein wenig leichter wird. Und auch wenn es so langsam aber sicher dann doch mal Zeit wird, dass wir uns mal darum kümmern, was denn jetzt so ist mit den Kollektoren und dem ganzen anderen Gelöt, können wir das so natürlich nicht stehen lassen. Deswegen werden wir uns heute dann mal für Samara in die Waagschale schmeißen. Vorher allerdings Fischis. Wir kennen das. Sag mal, haben wir eigentlich jetzt schon alle Schiffe? Yay, die Collection ist komplettiert. Da ist immer noch das proteanische Artefakt, über das wir nicht reden. Und Space Hamster. Tweep. ein niemals versiegender Quell guter Laune, unser kleiner Bu. Yo, beim letzten Mal unsere Loyalty-Mission lief ja eher so ein bisschen medium mit dem guten Said. Aber dank unserer goldenen Zunge konnten wir ihn doch davon überzeugen, uns gegenüber loyal zu sein. Ich hoffe mal, die Nummer mit Samara läuft jetzt ein bisschen flutschiger. Ist ja nur auch nicht so, als ob wir Said irgendwie noch einen 20er zugesteckt hätten und ihm darum gebeten hätten, die Raffinerie, die noch voll mit unschuldigen Arbeitern war, aus einer Laune heraus in Brand zu stecken. So, mal kurz checken, wie sieht's hier aus? 100, 100, überall sind die schönen 100er. Shrike Epistle haben wir, Valhallen Threshold. Sigurd's Cradle ist abgegrast, ebenso wie der Titanennebel, Omega-Nebel. Das sieht doch schon alles sehr gut aus. Far Rim haben wir durch. The Phoenix Massing. Aha. Da müssen wir noch bei. Das werden wir definitiv auch noch machen, bevor wir uns den Reaper IFF reinziehen. Beim ganzen Rest sehen wir aber schon, sind wir erstmal, so wie es aussieht, durch. Es ist wirklich nur noch das Phoenix Massing. Na dann. Auf nach Omega. Anjo. Ist eh mal eine gute Gelegenheit, da mal wieder vorbeizuschauen. Es hat doch einige Zeit vergangen, seit wir das letzte Mal bei Aria Tilok waren. Eine Runde im Afterlife abgezappelt. Hab ich Bock drauf. Mal Tardy und Garrus mit. Oder nehmen wir gleich Samara? Ne, wir nehmen Samara und Tardy mit. So lang. Wir haben einen Level 4-Punkt freigeschalten. Machen wir denn da Bock drauf? Das Raptor-Ammo wäre natürlich nice. Wir könnten aber auch unseren Special-Skill, den ich sicherlich nochmal austauschen werde, auf 4 bringen. Wobei die Flashbang natürlich nicht verkehrt ist. Vorher allerdings. Nehmen wir mal einen Heavy Throw. Hab ich Bock drauf. Okay. Daily death count on Omega is too high for me to pinpoint an Ardat Yakshi's location. However, given the reputation of Ardat Yakshi among the Asari, Aria Tilok may have tracked her movements. Thank you. Ah, sehr gut. Also, leider Gottes ist so die allgemeine Mord- und Todesrate hier auf Omega ein bisschen zu hoch, als dass es Idi jetzt so aus dem Handgelenk schütteln könnte, die Ardat Yakshi, die Tochter von Samara, ausfindig zu machen. Zur Erinnerung, weil es ja auch wieder ein bisschen her ist, seit sie uns um diesen Gefallen gebeten hat. Eine ihrer Töchter ist eine Ardat Yakshi. Also genauer gesagt sind alle ihre Töchter Ardat Yakshis. Was bedeutet, wenn sie dieses lustige Asari-Geisterverschmelzen-Ding machen, dann ist es nicht so, dass das auf körperlicher wie auf geistiger Ebene stimulierend für den Partner ist, sondern es bringt sie halt um. Das ist quasi so Asari-Sukubi. Bei ihrem Mindsex fallen die Liebhaber und Liebhaberinnen wie die Fliegen. Come on, let me in. Ari's expecting me.
annoyed. If she were expecting you, you'd be inside. Und der Typ wartet immer noch. Das finde ich sehr lustig. Naja. So, und zwei dieser Adagyakshi-Töchter haben sich quasi wegsperren lassen. Und die dritte aber nicht so sehr. Und die suchen wir jetzt. Aria hat Arbeit für uns, falls wir interessiert sind. Hello. What do you need? An Asari fugitive is hiding out here. She's an Ardite Yakshi. We need to find her. I knew it. Nothing leaves a body quite so empty as an Ardite Yakshi does. You haven't taken steps to kill her? Why would I? She hasn't tried to seduce me. Her last victim was a young girl. Pretty thing. Lived in the tenements near here. That's where I start looking. Okay, also natürlich weiß Aria, oder hat zumindest geahnt, dass hier eine Adagyakshi auf ihrer Space Station ihr Unwesen treibt. Hat sich bisher noch nicht intensiver drum gekümmert, da die Adagyakshi wieder versucht hat, sie zu seducen, noch, das hat sie nicht gesagt, aber das können wir uns denken, ihr sonst irgendwie reingefuscht hat im größeren Ausmaß. Von der Warte her gibt sie uns aber zumindest den Tipp, dass ihr letztes Opfer ein junges Mädchen war, was in den Unterkünften in der Nähe des Afterlife gewohnt hat. Und sie empfiehlt uns, da mal nachzuschauen. Thanks for the help. Good luck finding her. Better luck catching her. Dankeschön. Aria has work for you. Ja, das sagtest du bereits. Ich muss noch mal ganz schnell schauen. Ich glaube, es gibt nämlich noch eins, zwei... Ah, Helena Black ist auch noch da und macht hier ein bisschen Streetworker-Arbeit. Ich glaube, es gibt hier noch ein, zwei Missionen, die wir noch nicht gemacht haben. Mal gucken, ob ich die noch eben aufgetrieben kriege, bevor wir hier loslegen. Oh, wen haben wir hier? Ich. Shepard? Supposed to be dead. That's me, Shepard. Ich bin's. Greetings. I was hoping you'd come by. I'm Ish, and this is Sel. You look like a good person to know. You need something. Well, if you'd be so kind, I hoped you might consider a proposition. I need skilled, trustworthy people to take care of a little business for me. Nothing illegal, of course, but it's paying work. What kind of business do you do? Important business. So important that, with your help, we can change Omega. What do you mean, we can change Omega? Well, I didn't want to say anything, but certain people here have business deals with people throughout the galaxy. If we were to have information involving those deals, we could make some ripples around here. That's all I'll say. I'm listening. I'm in the information business, specifically the buying and selling of privileged material. It's nothing illicit. I just need someone to pick up packages in certain locations and bring them to me here. What's your angle? No angle. I'm a simple businessman. What do you say? Klingt fishy, aber auf der anderen Seite... Sind wir doch neugierig, was genau dabei rauskommt. Er meint, er ist ein Informationshändler und er handelt am allerliebsten mit, ja, nicht ganz so offiziellem Material. Es gibt einige Menschen hier auf Omega, die Geschäftsbeziehungen zu Leuten überall in der Galaxie haben. Und das interessiert ihn sehr. Er bräuchte lediglich jemanden, der ein paar Informationspackages einsammelt und zu ihm bringt. Er ist nur ein ganz einfacher Geschäftsmann, einfacher Deal, nichts fishy. Naja, gucken wir es uns mal an. I can do that. My contacts use specific drop points. I need you to look outside Merib's shop on the Citadel and inside Eternity on Ilium. Look around for anything that might hold a data package and bring those packages to me. Good luck, my... Okay, also er schickt uns effektiv auf eine Fetch-Quest. Einmal auf Ilium und einmal auf der Citadel. Naja, mal gucken. Kent! End is not. Er ist immer noch der bekloppte, irre Prophet. Hey, Herod! Ich habe letztens mit einem Mech von dir rumgespielt. War ein ziemliches Schrottstück. Aber gut. Ordnance Pack. Yo, I take it. Look. Hier noch ein bisschen die Rüstungsteile einsammeln. Ich sag mal, ich bin mit der Optik von meinem Shepard eigentlich ganz zufrieden und die paar Prozente, die die jeweiligen Rüstungsteile auf irgendwelche Stats geben, sind zumindest auf der Schwierigkeitsstufe, auf der wir gerade spielen, komplett irrelevant. Deswegen ist es eher so für die Vollständigkeit. People come to places such as this, seeking a better life.
And when they get here, they find this. Vibrant people forced into destitution on a world filled with criminals. They deserve protection. If I survive your mission, I may return here. Whoops. Armes Omega. Samara sagt, die Menschen sind in der Hoffnung auf ein besseres Leben hierher gekommen. Und was sie gefunden haben, ist halt diese Welt hier. Eine Welt voller Krimineller. Die Bewohner von Omega brauchen Schutz. Falls sie unsere Suicide Mission überlebt, dann kehrt sie eventuell hierher zurück. Und dann werden die Dinge lustig werden, schätze ich. Heavy Skin Weave ist cool und Shotgun Damage auch nicht schlecht. Heavy Skin Weave. Attack. This is valuable. Dann haben wir noch 90.000 für anderen Quatsch. Okay, dann haben wir das. Bisschen geshoppt hier, wenn wir schon mal da sind. Also ich habe mal nachgeguckt im New Game. Also man kann bei der Mass Effect Serie, ähnlich wie in der Soul Serie, kann man auch New Game Pluses machen. Also einerseits natürlich den jeweiligen Charakter entweder in den nächsten Teil des Spiels überführen. Also jetzt in dem Falle unser Mass Effect 2 Shepard dann rüber nach Mass Effect 3 nehmen. Die Königsform des New Game Pluses. Aber man kann natürlich hier mit demselben Shepard auch nochmal einen neuen Spieldurchgang starten. Und da das dann unter anderem Ressourcen und Credits zusätzlich gibt am Anfang, also ähnlich wie es der Import unseres Mass Effect 1 Charakters bereits getan hat, da hätte man dann technisch gesehen genug Credits, um sich alles zu kaufen. So oder so gibt es hier halt nicht genug Geld für uns zu finden, als dass wir alle Upgrades holen könnten. Und von der Warte her, naja, müssen wir uns da eh nicht kirre machen. Don't act like you know. Just plan for the funeral normally. You again. Greetings. Hello. What do you know about Arya? A few centuries ago, Omega was my rock. I thought she was another dancer. She came for me here in this... And everyone who respected me saw me... I should be going. Schade. Ich war gerade nochmal bei Patriarch, dem alten Koganer und ehemaligen Chef von Omega. Es gibt nämlich, soweit ich weiß und soweit ich mich erinnere, noch eine Quest, die wir von ihm kriegen. Aber momentan bietet er die nicht an, also vielleicht müssen wir hier erstmal Samaras Quest fertig machen. Das kann durchaus sein. So, dann gucken wir mal. Also, das Apartment dürfte dieses jenes welches hier sein. Diana. Are you here about my daughter? My nep died a week ago, and no one seems to care. The medic said it was a brain hemorrhage, but that's not true. It was murder. Someone killed my nep, my baby. Okay, das ist die Mutter des letzten Opfers, der Adatiashi. Das Opfer heißt offensichtlich Nef, und sie fragt uns, ob wir wegen ihrer Tochter hier sind. Ihre Tochter wurde umgebracht und niemanden interessiert. Die Mediziner sagen, dass es eine Hirnblutung war, aber da glaubt sie nicht dran. Sie geht ganz fest davon aus, dass es Mord war. Und wir glauben ihr. I think she was murdered too. And I'm looking for her killer. Oh, thank you. It's so hard when no one believes you. I'm all alone now. Are you one of Arya's people? Wir könnten sagen, dass wir zu Arya gehören. Aber so gut wie wir mit Arya auch klarkommen, I'm here to help. Does it matter who sent me? No one else on this hellhole station gives a damn that my nephew is dead. If you can do something about it, I'll help you however I can. Okay. Also sie will uns unterstützen, logischerweise. Fragen wir sie mal aus. Wir brauchen mehr Informationen über das Opfer. Detective Shepard hängt sich an den Fall. Did your daughter have a lot of friends? Not a lot, no. She was shy. Spent most of her time off making her sculptures, not hanging out with friends. Something did change in the last few weeks, though. She started talking about an Asari. Morinth. I see. I didn't like her. She kept dragging Neff out to clubs, and I'm pretty sure she gave my daughter drugs. Okay, also Neff war ein relativ schüchternes Mädchen, nicht viele Freunde gehabt, hat am liebsten an Skulpturen gearbeitet, also schien so ein Bildhauer-Hobby zu haben. Aber in den letzten Wochen hat sich was geändert. Sie hat immer von dieser Asari geredet, Morinth. Die angefangen hat, die kleine Neff mit durch irgendwelche Clubs zu schleifen. Und die Mutter zumindest ist sich ziemlich sicher, dass sie ihrer Tochter auch Drogen verabreicht hat. What kind of a person was this Morinth? I never met her. But Neff talked about her like she was a queen.
You'd swear there was no one else alive when she talked about Morinth. That sounds familiar. Samara, does Morinth control her victims with drugs? She controls them through sheer will. The drugs are just a lifestyle. She loves the club, loves the base. She's a hedonist. So this Morinth did hurt my daughter? Is she the one that... that... I will bring justice to the one that did this. We swear to you. Neff will rest easy soon. I hope so. I hope so. My baby. Did Neff hang out anywhere in particular? She was always quiet working here at home. Then, a few weeks ago, she started going out all the time to the VIP area of that club down the street. I think you need a password or something to get in there. The change was so sudden. She just seemed tired and distracted when she wasn't around Morinth. Okay. Also, diese Veränderung, die in den letzten Wochen stattgefunden hat, äußerte sich unter anderem darin, dass sie regelmäßig in die VIP-Area des nahegelegenen Clubs, muss wohl das Afterlife sein, gegangen ist. Man braucht da eine Art Passwort, um da reinzukommen. Und verändert hat sich mehr als nur ihr Lebensstil. Jedes Mal, wenn sie nicht in der Nähe von Morinth war, wirkte sie extrem müde, abgekämpft und irgendwie abgelenkt. Klingt relativ Succubus-Style, so von den Auswirkungen. What kind of a girl was your daughter? My Neff had a fire inside her. She was shy, but she was creative and driven and the best girl a mother could hope for. She was creative? How so? She was a sculptor. Several galleries were interested in her. Said her work was fresh. Ja, also sie hat halt wirklich dieses Hobby gehabt, Skulpturen herzustellen. Muss Helge Schneider unterdrücken. Ernsthaftigkeit der Lage nicht angepasst. Ja, und sie schien auch ein ziemliches Händchen dafür zu haben. Verschiedene Galerien haben sich für sie interessiert und haben befunden, dass ihre Werkstücke fresh sind. Ob sie auch lit waren, weiß man jetzt noch nicht. Vielleicht werden wir das noch herausfinden. Darf ich mich umschauen? You mind if I examine Neff's room? I didn't want to disturb anything. Her clothes, her art, her sculptures. Everything is the way she left it. The way it will always be. My baby is gone. Thank you. I'm sorry. I just miss her so much. It's okay. We've all suffered loss. I know what it means to lose a daughter. I will avenge her. Thank you. Please, if it helps you find her killer, look through her things. We will be respectful. I'll examine her things. War dringend ein Paragon-Drücker angezeigt für die trauernde Mom. Ein relativ typisches Verhalten, ne? Das beim Verlust eines geliebten Familienmitgliedes beispielsweise die Schlafräumlichkeiten dann so belassen werden, wie sie waren. Aber um uns dabei zu helfen, Neffs Mörderin zu finden, springt die Mama über ihren eigenen Schatten und lässt uns mal schauen. Skulptur! Eine herrliche Skulptur. Darf ich sie mal anfassen? Nein, nein, die darf keiner anpacken. Ganz egal! Nein, nicht die Skulptur! Nicht die Skulptur! Scheiß! Teebeutel ausgerutscht! So that's it? Fuck you. Neff made that. A man from some gallery offered me 4 years' salary for it. But I'd never part with it. Okay. 4 Jahresgehälter wurden ihr dafür geboten. Aber klar, spätestens jetzt würde sie es eher nicht veräußern. Tagebuch. Mal den ältesten Eintrag als erstes. Macht Sinn vielleicht. Read the oldest entry. Hey, Diary. Cycle 34, Orbit 671. There's a lot to talk about. I dropped Jerut's name and they let me into the VIP room at Afterlife. I was sure everyone was staring at me. Then the most beautiful Asari starts dancing near me. She moves like water, form and volume, but shifting, changing. I'm in a trance. Then I'm dancing with her. Later, we went for skewers, and I'm supposed to see her again tomorrow. Okay, 2 wichtige Informationen. Also eigentlich nur 1 richtig wichtige Information, den Rest hätten wir uns so fast denken können.
Die wichtige Information ist, Jaruts Name hat ihr offensichtlich Zugang gegeben in die VIP-Area vom Afterlife. Hat sich natürlich, als sie da das erste Mal war, nicht so wirklich wohl gefühlt. Und dann war aber plötzlich auf der Tanzfläche neben ihr diese wunderschöne Asari, die sich so grazil wie fließendes Wasser bewegt hat. Und dann tanzten sie miteinander und sind dann zusammen noch losgezogen, was essen. Und ja, sie hofft, diese Asari am folgenden Tag wiedersehen zu können. Read the middle entry. Cycle 36, Orbit 671. Am I a freak? Morinth is a girl like me, and she's definitely not human. Just when we dance and the helix is flowing through me, the way she looks at me with a hunger, a longing, no one's ever looked at me like that. We kiss tonight. Okay, die Geschichte entwickelt sich weiter. Offensichtlich hatte sich die gute Neff tatsächlich in Morinth verschossen. Fragt sich, bin ich ein Freak? Morinth ist weiblich und sie ist nicht mal menschlich. Na, wenn sie beiden zusammen abgehen, dann schaut Morinth sie manchmal so merkwürdig an mit so einem Verlangen. In Neffs Leben gab es offensichtlich niemanden, der sie bisher so angeschaut hat. Und dann haben sie sich an dem Tag, an dem dieser Tagebucheintrag verfasst wurde, das erste Mal geküsst. Schöne Romanze. Bloß wie es ausging, wissen wir ja schon. Read the newest entry. Cycle 42, Orbit 67. She's going to take me to her apartment tonight. Whatever happens, I want to be with her forever. She can sell my pieces. We can live somewhere glamorous, like the women in Vanya that Vid Morinth likes. How did this happen to me? I'm just dumb trash from Omega. Morinth hat sie beim letzten Tagebucheintrag in ihr Apartment eingeladen. Und sie malt sich schon die gloriose Zukunft an der Seite von Morinth aus. Ihre Asari-Geliebte könnte ihre Stücke verkaufen und sie können im Luxus und Glamour leben, wie die Frauen in Vania, offensichtlich in einem Film oder Serie, auf den oder die Morinth extrem zu stehen scheint. Close the Hollow Journal. This is Morinth's work. She's attracted to artists and creators. Someone with a spark slightly isolated from their peers. She impresses with sophistication and sex appeal, and she strikes. The hunt interests her as much as the conquest. Also der Modus operandi scheint tatsächlich zu Morinth zu passen. Sie versucht, junge Künstler sehen, die so ein bisschen isoliert von ihren Altersgenossen sind. Und für Morinth ist die Jagd genauso wichtig wie die letztliche Eroberung. Klingt auf jeden Fall gefährlich. Anyone who successfully hunted sapient beings for 400 years warrants caution. Morinth speaks to you on many levels. Her body tells yours that she'll bring unimaginable ecstasy. Her scent evokes emotions long hidden. Her eyes promise you things you were always scared to ask of another. Her voice whispers to you after she is done speaking. Also, so auf jedem Level der Kommunikation, verbal und nonverbal, spricht Morinth zu einem und versucht einen einzulullen. So ein unausgesprochenes Versprechen in ihren Augen über Dinge, von denen man sich niemals getraut hätte, sie von jemandem anderen zu erbitten. Ihre Stimme verklingt so in ein Flüstern, das noch nachhallt, selbst wenn sie längst nicht mehr spricht. She sounds more like a highly evolved killer than a genetic defective. The condition has been present since my people huddled around fires at night. Perhaps it is symbiotic rather than a defect. Storming her den would be a mistake. She will have 100 escape routes planned. She will go to ground and disappear for 50 years or more. This is the closest I've ever been. Ja, das ist natürlich ein Problem. Also, wenn Morinth nicht blöd ist und danach klingt es alles jetzt bisher nicht, dann wird sie sich schon Gedanken darüber gemacht haben, wie es mit einer Exit-Strategie aussieht, falls irgendjemand ihr auf die Schliche kommt. Also wenn wir da einfach zu ihr reinspazieren und anfangen rumzuballern, dann wird es vermutlich schwierig werden. Dann wird sie sich verzischen und erstmal die nächsten 50 Jahre dann wieder im Untergrund verschwinden. Also müssen wir ihr eine Falle stellen. So, we have to lure her out. Exactly. Shepard, you read my mind. Afterlife's VIP section seems her preferred hunting ground. You must go there alone and unarmed. Ich bin ein Köder. Köder. Da weiß ich nicht, wie ich mich zu positionieren soll, aber es ist okay. She'll come after me. You can draw Morinth out. She'll certainly flee if she catches sight of me, but she won't be able to resist you. You are an artist on the battlefield. You have the vital spark that attracts her. Your power will draw her in. Juhu, sie hat meine Schwachstellen entdeckt. Komplimente bringen jeden bei uns ein ganzes Stückchen weiter. Sie sagt, wir sind halt auch eine Art Künstler, ein Künstler auf dem Schlachtfeld. Wir haben diesen Lebensfunken, von dem sie angezogen wird.
Unsere Macht wird sie anlocken. Aber machen wir das mal so. Time's wasting. Let's get over there. I agree. We can talk more once we're there. Also wir müssen allein und ohne Bewaffnung in die VIP-Area gehen und irgendwie auf uns aufmerksam machen. Bevor wir das allerdings tun, haben wir hier noch eine Notiz. Neff, I'm sending you this hologram by the Elcor artist Forta. His work is sublime, but don't stare at it too long or you may go mad. I don't want anything bad to happen to you, love. I can't wait to hear what you think of Forta. Aha, das klingt mir arg nach einer Nachricht, die Morith ihr hinterlassen hat. Sagt, hey, ich habe hier ein ganz besonderes Stück von dem Elcor-Künstler Forta. Sie soll es sich mal dringend angucken, aber bloß nicht zu lange drauf schauen, weil das führt dazu, dass man wahnsinnig wird. Und sie möchte nicht, dass ihrer Neff was passiert. Sie kann es gar nicht erwarten zu erfahren, was Neff von Forta hält. Die fiese Kuh. So, wie war das? Yatur, Yuntra? What do you want? Reinlassen. I'd like to join the party. This really isn't your kind of place. Afterlife's main floor has lots of drinks and great music. Ah, okay. Dann müssen wir also sagen, Jarud, genau. What do you want? Das war's. Jarud hat mich hergeschickt. Someone told me the rest of Afterlife is nothing compared to this place. Sounds like a smart person. Who was it? Jarud. Go on in. Word to the wise. Start a fight, we'll hurt you. Someone attacks you, it's okay to defend yourself. Okay. Versteckt sie sich hinter dem Geröll und winkt. You must go in alone. Marinth will be watching. Like any predator, she is cautious. You must pique her interest enough that she will approach you. When you are face to face, subtly encourage her to invite you to her apartment. I'll follow discreetly, and when you are alone, I'll spring the trap. Know this. Until I get there, you are in great peril. She will be planning to inflict horrors on you. If you are not careful, you will want her to. Oh, das ist sehr, sehr nett, aber da brauchst du ja eigentlich keine Sorgen machen. Also der Plan ist, wir haben unser Casual Gear angelegt und gehen jetzt da rein und versuchen, die Aufmerksamkeit von ihr zu erregen und sie dazu zu bringen, uns in ihr Apartment einzuladen. Samara wird uns folgen und sobald wir allein sind, dann geht die ganze Sache ab. Dann schnappt die Falle zu. Sie warnt uns allerdings, dass wir bis zu dem Zeitpunkt, wo sie uns dann als Verstärkung zu Hilfe kommt, dass wir da in ziemlich großer Gefahr sind. Sie wird großen Schrecken über uns bringen wollen. Und wenn wir nicht vorsichtig sind, dann werden wir uns zu dem Zeitpunkt dann in einem Zustand befinden, in dem wir das tatsächlich auch wollen. Da besteht aber wenig Gefahr dafür, weil erstens sind wir schon vergeben und zweitens, fuck this noise. How can I spark her interest when I'm not even talking to her? Courage or suicidal bravery could attract her. Hurt someone in defense and she will be excited, but pick a fight and she'll be bored. Show skill at working smoothly through a nightclub crowd. She will be intrigued. She'll want you the moment she sees you. The rest is just a matter of overpowering her caution. Also, noch kleine strategische Tipps von Morins Mutter, die ihre Tochter wohl am besten kennt. Wir müssen halt irgendwie auffallen, selbst wenn wir nicht mit ihr reden. Sie ist zuversichtlich, dass sobald sie uns das erste Mal sieht, sie ohnehin ein Interesse haben wird. Das Hauptproblem wird nur darin bestehen, ihre Vorsicht zu überwinden. Wir sollen uns halt smooth bewegen. Wenn wir irgendwie Mut zeigen oder uns sozial geschickt bewegen, dann ist das interessant. Wenn wir einfach nur irgendeinen x-beliebigen Stress anfangen, dann wird sie gelangweilt sein und uns ignorieren. How do I convince her to take me home? She admires strength, directness and vigor. Modesty, chivalry or meekness frustrate and bore her. Violence excites her. You've killed Shepard. She'll like that. Okay, wir sollen trotzdem ausreichend forsch sein. Sie mag offensichtlich die starke Mannmasche. Und Gewalt ist etwas, was sie im positiven Sinne anregt. Wir haben bereits getötet und das wird sie mögen. Getting her alone, then falling under her sway? That'll require careful timing. I will be near and I will come for you, Shepard. Trust me, as I trust and honor you. Kein Ding, wir vertrauen dir, Samara. Läuft. Okay, what other things have we learned about Morinth that can help us here? According to Neff's journal, Morinth likes dancing while on a drug called Halax. Neff's journal mentioned a vid called Veyenya. It seemed to have something to do with glamorous women. Morinth sent Neff a note saying she likes the Elcor artist Forta. Well, Shepard, that's everything we know. Gutes Review. Es lohnt sich, ein bisschen Informationen vorher zu sammeln über das Ziel.
Oh my god. Erst dachte ich mir, wäre Mass Effect abgeschmiert. Okay, ich will nicht gleich die nächste Episode wieder mit einem engagierten Rant verbringen. Ich starte mal schnell neu. Und geh mir mal einen Doktor holen. Und mit wahllosen Gegenständen auf Passanten schmeißen. Oder so. What are the things? Well, Shepard, that's everything we know. Let's get started. Shepard, we only get one chance at this. Any mistake and Morinth will disappear. If you're the least bit unsure, come talk to me. I will wait here. And Shepard, thank you. I do not share this burden easily, and you are the only soul I can imagine sharing it with. Oh, Samara vertraut uns. Dann wäre es wohl eine gute Idee, das hier nicht zu versauen. Wäre auf jeden Fall hilfreich. Was ist denn eigentlich hier? Die Dunkelheit. Egal. Ja. Da bin ich wieder. Es gibt gute Neuigkeiten. Windows hat es ausnahmsweise mal geschafft, ein größeres Update durchzuziehen. Und natürlich wiederum ohne, dass ich es explizit dazu angewiesen hätte. Aber dennoch hat es nicht gleich wieder versucht, mir zumindest allzu offensichtlich Cortana unterzujubeln. Und soweit ich erstmal vorangekommen bin, sind meine Einstellungen, was diese spezifische Ziege angeht, weitestgehend so geblieben wie vor dem Upgrade. Da muss ich den wohlmeinenden Overlords aus Redmond ja fast schon dankbar sein. Kind of pathetic, but yay! Microsoft, das Beste. Egal, ich habe gesagt, ich rede mich nicht mehr drüber auf. Ich hoffe, uns bleiben jetzt weitere Update-Nachrichten erspart. Und wir können hier jetzt mal ganz in Ruhe einen Fuffi in den Club schmeißen, ne? Veach? Hallo Veach, du hast einen lustigen Namen. Ich speichere sicherheitshalber mal. Meln. Huftin. Ja, ich liebe dich. Okay, na, was haben wir für Optionen? Wir könnten mit Korftin sprechen. Wir können mit Vertin sprechen. Lots of money on display here tonight. We're gonna hit some of that later. Not so loud, we'll hit it. Don't worry. Oh, die beiden wollen ein bisschen Geld verdienen, ha? Huh? Na da. Dann können wir Worth beleidigen. Krogana. Das ist immer eine gute Idee. Und wir können Edwin ansprechen. Wir können mit Vaera tanzen. Nee, ich glaube mit unserem. Come on, baby, I can pay. I'm a good tipper too. I told you to stay away from me. Playing hard to get? Give it up, baby. I'm sold. Leave me alone. Hey, hast du die Dame angemacht? Zivilcourage war gefordert, ne? Also ich denke mal, wenn wir hier wieder den lykantropen Erpel tanzen, dann werden wir damit Morin vermutlich eher weniger beeindrucken. Aber eigentlich wollten wir ja keine scheuern, aber ein bisschen Zivilcourage, wir testen das mal. Don't be like that. I got creds. We'll go back to my place. I got simple tastes. Back off, asshole. I'm a dancer, not a hooker. You got a mouth on you. I'll enjoy watching you use it. Wie wär's mal mit alleine lassen, Spacko? The lady asked you to step away. What the hell? I'm just looking for a good time. This isn't your business. Okay, das ist albern. Good times are over. Thanks for that. Security was asleep. Reden wir mal mit Horfdin. Hi. I need help right now, and I don't know who to ask. You're human, and you don't look high, so you're it. Can you help me out? Slow down and tell me what the problem is. Right. Slow down. Sorry, I just don't know what to do. My friend Moiral is doing a piece on Omega Gangs. She's hanging with Florid. He's the worst of the worst. What is she doing? A vid piece. She's an investigative reporter, you know? She's trying to profile gang leaders. No. Also, er hat ein kleines Problem. Eine Freundin von ihm ist gerade dabei, ein investigatives Journalistenstück über Ganglieder auf Omega zu machen. Your friend could get hurt. Yeah, and she's going to. See, Florit's on her. His gang is on the way here, and they're gonna make a mess of her.
I have to get a message to her, and fast. You seem to have a lot of information. I'm Rutek. I've been monitoring the gang's comm. The last transmission said Flort's going to splatter her. Man, I'm a tech junkie. I don't know how to handle this. What do you want me to do? She and I have a code. If you go over and say two words to Flort, my friend will get the message and get out of there. The two words are terminal and eternity, in that order. Please tell me you can do that. She's going to die. I can do that. Thank you. Thank you. Remember, terminal and eternity, in that order. Just work them into a sentence. Okay. Oh. Are you still here? Jetzt haben wir hier natürlich ein Problem. Wir wollen helfen. Ich hoffe, Morin beobachtet uns gerade nicht. You're an interesting one. You need something, man? Ach, Throat ist ein R. Na gut, okay. Is there a public extranet terminal around here? In a club? You don't have an Omni-Tool? That is a pretty strange question. Ach so, nee, Florid ist der Typ, den sie gerade auseinandernimmt, ja. I get by on public terminals. My Omni-Tool's been broken for an eternity. That's a tough break. I'm done talking to you now. Hey, Florid. I have to pee. Yeah? Hurry back, Moirol. I'm ready to head out. I hate this place and everyone in it. Every night I hate it all over again. I don't talk to people. Thank you so much. I really thought she was going to die. This is Burton. Lots of money on display here tonight. Right, we gotta hit some of that later. Not so good cred hunting tonight. We'll hit him in the alley. Long as it isn't one of Arya's people, we're good. We gotta get enough creds to keep Hink off our backs. Hey, what are you looking at? A pair of sad losers who think they're something, and are about to find out they're not. Who's gonna show us that? You? Human thinks he's a tough guy. Tougher than you. Boom. My name is Morin. I've been watching you. You're the most interesting person in this place. I've got a booth over here in the shadows. Why don't you come sit with me? Bingo! Some nights I come here and there's no one interesting to talk to. Some nights, there's just one person. Tonight it's you. Why is that? I know what I like. Do you? Ah, okay, also. Unsere kleine Session mit den zwei Turianern, die irgendjemanden in einer Hintergasse hochnehmen wollten, um mal ein paar Cred zu kommen, hat offensichtlich Eindruck geschunden. Morant hat uns angesprochen und ja, berichtet uns jetzt, ja, an manchen Tagen gibt's hier im Afterlife nicht eine einzige Seele, die irgendwie interessant genug ist, um sie anzusprechen. Und manchmal gibt es genau eine. Und diese Person sind heute Abend wir. Und sie fragt, was wir denn meinen, woran das liegen könnte. Ah, wir wissen halt, was wir wollen. So, und jetzt können wir doch unter Garantie die Infos, die wir gesammelt haben, hier ein bisschen einarbeiten. Music. Also was wissen wir? Sie mag es, zu Halex zu dancen. Family, ich glaube, Family und Just the Cars wäre eine scheiß Idee. Travel Art. Do you know anything about art? It speaks to the darkest places in me. What about you? Ah, wir mögen beispielsweise den Elcor Forta. Große Fans. Do you know the artist Forta? I didn't think anyone around here knew him. He's sublime. Art comes in many varieties. I've seen vids that were more powerful than a sculpture sitting in a gallery. Venia zum Beispiel. Do you know Venia? My favorite. The two actresses on it are so glamorous. I'll have to watch it. Maybe we could do that together. Okay, das hat soweit erstmal ganz gut geklappt. Travel, Music, machen wir Music. What do you think of the music here? Dark rhythms, violent pulses. It stirs something primitive in me. What about you? My music is obscure. You wouldn't have heard of anything I like. You think my taste in music is shallow? If you've heard of it, it's already too mainstream for me. If something is obscure, it doesn't speak to the soul. You can lose yourself in the music here. There are ways to enhance that. You know? Halleck zum Beispiel, huh? What do you think of Halleck? It slithers through my soul. Seems like we share some interests.
Ah, wir haben sie noch nicht vollständig. Damn it. I've traveled all over the galaxy. It changes you, doesn't it? Real travel means going to dangerous places. Where you can see and do things most people can't imagine. Yes. When I travel, I find myself drawn to dark, dangerous places. Violent places? Violence is the surest expression of power. Jetzt müssen wir überlegen. Violence is a means to an end. Power is that end. Do you want to get out of here? My apartment is nearby and I want you alone. Boom. Jackpot. Finde ich sehr cool, dass wir nicht einfach die eine einfache Renegade oder Paragon Option ziehen konnten, um die Nummer hier durchzubringen. Läuft gut. So, wir müssen Morinth ablenken. Und haben wir ganz eben das Sturmgewehr scannen können, was hier an der Wand hängt. Woohoo. I was into dueling for a while. I love the moment you see it in your opponent's eyes. He knows you're better and he's going to die. Ja, sie hat wirklich Bock auf Gewalt. Das merkt man schon. Yeah. Nehmen wir mal ihre Bude auseinander, während sie da sitzt. Yeah. Schachbrett. I love any game where your opponent can believe he is about to win. Just before you kill him. Edgy. Kogana-Skulptur. A gift from a suitor. The statue's got more personality than he did. Still, he impressed me enough that he finally got what he wanted. It didn't end the way he hoped. Okay. Das ist schon relativ offen gesprochen. Statue hat ihr ein Verehrer geschenkt. Die Skulptur war zumindest eindrucksvoll genug, dass er am Ende bekommen hat, was er wollte. Nur, dass es dann nicht so ausging, wie er sich das vorgestellt hat. Bad Gyal. Crucially wicked dog art. Pillenbox. Have a Halix if you want. But wouldn't you rather have all your senses be clear and sharp right now? I certainly do. Ja gut, dann unterhalten wir uns mal. I love clubs. People, movement, heat. I can still hear the bass like the drums of a great hunt out for your blood. But here, it's muted. And you're safe. Is that what you want, Shepard? I'd rather fight than hide. Yes. Better to take control of your fate. I've never understood the fascination with safety. Some of us choose differently. Independence over submission? I think we share that, you and I. We've both killed many times, but that's where the similarities end. Why do you say that I've killed? What do you know? Let's stop playing games. Samara! Auftritt! Look into my eyes and tell me you want me. Tell me you'd kill for me. Anything I want. Überraschung. Don't count on it. But you... Who are you? Oh no. I see what's going on. The bitch herself found a little helper. Good timing. Morinth! Ugh. Mother... Do not call me that. I can't choose to stop being your daughter, mother. You made your choice long ago. What choice? My only crime was being born with the gifts you gave me. Enough, Morinth! I am the genetic destiny of the Asari, but they are not ready to reveal this. So I must die. You are a disease to be purged, nothing more. I'm as strong as she is. Let me join you. I am already sworn to help you, Shepard. Let us finish this. Tja, Morinth, tut mir leid, das Angebot ist verlockend, aber erstens, Samara ist Solitus. Zweitens, wir sind bereits vergeben und Tali trumps you in every possible respect. Sorry. Und drittens, ganz ehrlich, hier die ganze schwarze Witwe-Nummer mit irgendwie Männchen auffressen nach Vereinigung und so ist zwar an sich ganz nice, aber es gibt nur eine Witwe in unserem Leben, die wir akzeptieren und die ist relativ lang, ist in der Lage, Panzer zu knacken und sorgt dafür, dass die bösen Buben reihenweise an der Wand klatschen. Also, bye. Für Neff. End of the line, Morinth. And they call me a monster. Find peace in the embrace of the goddess. Yo,
I am ready to leave this place and get on with my life. Are you ready to go as well? Do you want to talk about what happened? Shepard, what do you think I will say? What can I say? I just killed the bravest and smartest of my daughters. There are no words. I will try another time. For now, show mercy on a broken old warrior and let us leave. Naja. Lassen wir sie erstmal in Ruhe. Das muss vermutlich erstmal ein bisschen sacken hier. Let's go. Level up. Level 27, it is. Samara hat sich um die Ada Gyakshi gekümmert. Sie ist immer noch persönlich loyal gegenüber Shepard. Die Loyalität der Yusikarin steht außer Frage, wenn man die Fesseln des Eides bedenkt, den sie an Shepard geleistet hat. Das ist besser als erhofft. Cerberus' Aktivitäten werden nicht weiter von der Präsenz von Shepards Team beeinflusst werden. Bin erleichtert, dass die Mission der Yusikarin erfüllt wurde. Unglückseligerweise konnte der Körper der Ada Gyakshi nicht für eingehendere Studien geborgen werden. Die genetische Abnormalität hätte sich als nützlich erweisen können. Die Expertise des Subjektes hätte sie zu einem wertvollen Teammitglied machen können, falls ihre soziopathischen Tendenzen hätten abgeschwächt werden können. Ja, aber nö, weil, ne, Morinth versus Samara. Interessanterweise ist es tatsächlich so, dass man mit Morinth kann man tatsächlich ein finales Game Over herbeizaubern. Nämlich, wenn man bei der Wahl, die wir gerade eben getroffen haben, sich für Morinth entschieden hätte, also Samara hintergangen hätte. Dann hätte man Morinth auch als Romance-Option gehabt, mit dem Ergebnis, wie man sich halt bei einer Ada Gyakshi denken könnte. Und dann wäre halt noch, bevor wir durch das Omega-4-Relay erfolgreich in die Collector-Base eingedrungen wären, vermutlich dann Feierabend gewesen. Weil uns die gute Morinth schön mal das Hirn rausgesuckubust hätte. Naja. Samara kriegt ein neues Outfit. Finde ich an sich ganz gut, weil ich bin mit dem Original-Outfit sehr unzufrieden. Kann man so auch nicht sagen, aber kann ich ja gleich nochmal ein Bit zu bringen. Assault Rifle Damage ist cool, 30.000 Cerberus, Geld, Palladium 16.000, ist okay. Alright. Hoffen wir mal, dass sich Samara so halbwegs davon erholt. Ah, lol. Das hätten die Blue Suns gerne. Verbreiten sie schön die Nachricht, dass sie persönlich Archangel erlegt hätten. Aber kommt's noch, die Lappen. Okay, ich baller jetzt nochmal schnell nach Ilium und in die Citadel, um die Pakete für Ish einzusammeln. Und dann gucke ich mal nach, wie in drei Teufels Namen ich Patriarch davon überzeugen kann, uns seine Quest zu geben. Dann schauen wir mal schnell nach Samara. Morinth haunted my dreams and waking hours equally. For the first time in 400 years, I am free. I am a ruined vessel of sorrow and regret, but I am free. It is not a feeling I can describe. Was it worth it? It was never a question of worth, but of need. I had to take the action I did, as did she. This was never a story that would have a happy outcome. Tja, damit hat sie wohl recht. Also, die Geschichte mit ihr und ihrer Tochter, da war mehr als offensichtlich kein Happy End eingepreist. Das konnte nur schief gehen. You did your duty. What about your feelings? One of my daughters is dead. My hopes, my dreams were all bound up in my children. Still, my feelings have always come after my duty. The same is true of you. You said that Morinth was a monster, but she was still your daughter. She was the strongest and smartest. She would not accept the injustice thrust upon her. She fought to the end. I am so proud of her, Shepard. You killed her for being what she was. And I would again. But I also know what it means to leave everything behind and fight. Do you realize that she went on the run at the age of 40? I do not know human years well, but it is very young for Asari. Also Morinth ist in einem sehr, sehr jungen Alter abgehauen, auf die Flucht gegangen, weil sie sich offenkundig nicht damit abfinden wollte, was das Schicksal und die Asari-Gesellschaft für sie vorgesehen hatte, nämlich in irgendeinem abgelegenen Kloster strafversetzt zu versauern.
zeigt so ein bisschen den Zwiespalt, in dem Samara sich befunden hat. Einerseits war ihre Tochter natürlich ein Monster, logisch. Und wie wir ja gesehen haben, hat die gute Morinth auch einiges an Leid über Unschuldige gebracht. Andererseits ist es halt A, immer noch ihre Tochter und B, ist Samara auch durchaus stolz darauf, dass ihre Morinth quasi bis zum Schluss gekämpft hat. What will you do now that Morinth is gone? Assuming I survive your mission, I am a Justicar. Injustice still exists. And perhaps even other Ardatyakshi. There's no way to correct the condition Morinth had? We are an advanced species, but we don't have magic. When the trait manifests at maturity, it is too late for mitigation. It only occurs in purebloods like myself. Perhaps that is the root of the stigma regarding Asari-exclusive pairings. I don't know. Also diese Pureblood-Sache kennen wir ja schon seit Mass Effect 1. Auch Liara ist ja ein Reinblut. Und bisher schien das ja eher so eine Geschichte zu sein, ähnlich wie, ich hasse es, schon wieder sind wir bei Harry Potter, so wie bei Mudbloods in Harry Potter oder unehelichen Kindern früher bei uns oder wie auch immer. Also einfach fiese Vorurteile. Allerdings ist es wohl tatsächlich so, dass Ardatyakshi nur auftreten hat bei halt solchen Reinblütern, wie es unter anderem auch Samara ist. Und sie vermutet, dass das vielleicht auch einen Beitrag geleistet haben könnte zu dem Stigma, was über rein Asari-exklusiven Partnerschaften liegt. I thought Ardatyakshi were extremely rare. Asari have spread to many worlds. There are remote regions with no government oversight. If I travel to those worlds and they do exist, I will find them. Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Samara hatte vor einiger Zeit ja schon, als sie uns den Auftrag gegeben hat, ihre Tochter zu finden, hatte sie uns ja schon gesagt, dass es momentan 3 Ardatyakshi gibt, allesamt ihre Töchter. Unsere Frage dann so, warum sagt sie dann jetzt, vielleicht gibt es noch da draußen andere Ardatyakshi? Ne, die Asari sind natürlich auch weit gereist, haben sich in viele Kolonien aufgeteilt und ja, nicht alle dieser Orte, wo Asari leben, haben halt irgendeine Form von Regierung, die da fleißig Berichtslegungen zu macht. Also wenn es da draußen noch Ardatyakshi gibt, dann wird Samara sie finden. Morinth claimed that her condition was the future of the Asari race. Morinth would say anything that served her cause. Ardatyakshi are sterile, Shepard. That wouldn't be a particularly viable future for my people. Ja, zumindest die Behauptung von Morinth, dass Ardatyakshi effektiv die Zukunft, quasi die Über-Asari darstellen, das, wohin sich die Asari-Zivilisation entwickeln sollte, das wird natürlich jetzt ein bisschen konterkarikiert durch die Information, dass Ardatyakshi steril sind, können sich nicht fortpflanzen. Macht vielleicht auch Sinn, wenn sie alles und jeden, mit denen sie sich irgendwie verbinden, ja, direkt umnieten. Und ein Haufen steriler Asari ist nicht so richtig zukunftsträchtig. Da hat Samara natürlich einen Punkt. You don't want to settle down? I did. I returned to my homeworld and tried to start a family. I will fight and struggle all my life. That is my fate. When I die, it will not be in bed. I am at peace with that. You still control the direction of your life. I have chosen this path. I truly am at peace. Due in no small part to you. Na, also sie sagt, sie hat nicht vor, irgendwann an Altersschwäche in ihrem Bett zu sterben. Sie hat sich für den Weg des Kampfes entschieden und dabei bleibt's auch. Aber sie hat da ihren Frieden mitgemacht. Vollständig und ohne Reue. Und daran sind wir nicht ganz unschuldig. Was doch gut ist. Okay. Naja, vermutlich den Umständen entsprechend das glücklichste Ende, was die Geschichte hätte bekommen können. Gehen wir mal schnell auf Fetch-Quest-Jagd für Ish. Na, hauen wir mal gleich für Samara hier Reef raus. Was macht Reef eigentlich? Attackiert das Nerven- oder synthetische System auf biotische Weise und verhindert jegliche Lebensregeneration. Wenn Reef gegen organische Wesen verwendet wird, dann regeneriert dieses Feld die Lebenskraft des Biotikers und bietet einen temporären Lebensbonus. Reef verursacht außerdem doppelten Schaden gegen Rüstung und Barrieren. Mighty. Panzerknacker. Heavy Reef oder Area Reef? Okay, Reef hält entweder länger oder... ich mache Area Reef. Hab ich mal Bock drauf. Okay. Nicht, dass ich jetzt planen würde, hier groß Fighting Action zu machen, aber... haben wir schon mal weg. So.
another difficult development for human expansion as the colony on Horizon has been attacked. The Council has suggested that the attacks are a tragic coincidence, likely the result of Batarian slave traders or isolated pirate attacks. Investors in prefabricated complexes are rejoicing, however, as the repair and rebuilding plans have spiked shares industry-wide. Das eine ein Verlust, ist das andere ein Gewinn. Denn die Kolonisierungspläne der Allianz haben nach der Sache, die da in Horizon abgelaufen ist, einen empfindlichen Dämpfer bekommen. Andererseits haben jetzt Fertighaushersteller einen guten Grund, die Sektkorken knallen zu lassen, da der Wiederaufbau natürlich die entsprechenden Aktienanteile ordentlich nach oben hat schießen lassen. Oh, wir können hier an dem Handelskiosk mit Samara reden. The people here are asked to sacrifice their own convictions and beliefs in exchange for a soulless corporate identity. I understand that kind of life would be attractive to some people, but not to me. Ja, da würde ich zustimmen. And speed. The Council thought that Blasto, the first Anar Spectre, would play by the rules. This one has forgotten whether its heatsink is over capacity. It wonders whether the criminal scum considers itself fortunate. They were wrong. This one doesn't have time for your solid waste excretions. He's got a lover in every port and a gun in every tentacle. Enkindle this. Blasto the Jellyfish Stings, available for extra net purchase this fall from Ilium Entertainment. Ach, sehr geil. Schön, dass das nochmal kam. Ich habe mich schon gefragt, wo denn eigentlich bei Mass Effect 2 der gute Blasto bleibt. Ja, eine kleine Dirty Harry-Hommage. Was wäre, wenn Dirty Harry ein Hanar wäre? Einer unserer Quallenfreunde. Aber ich glaube, der Großteil von Blasto wird in Mass Effect 3 kommen und believe me, Blasto wird kommen. Haha, wusste ich's doch. Ich hatte mir fast gedacht, wir sind zum ersten Mal mit Grunt hier auf Ilium. Und wir haben ja schon gesehen, für jedes Teammitglied gibt es irgendwie einen Ort, wo wir mal kurz quasseln können. Und irgendwie hatte ich die Vermutung, dass dieser Ort für Grunt die Bar ist. I can taste hate in the air. But there's no fighting. It's like they don't want to. Is that right? Because it seems stupid. Rules and words to hide how they hide. Fighting is simple. Kill the guy aiming at you. Here there's no way to tell. Stupid. Ja, er kann spüren, wie hier so ein gewisser Hass in der Luft liegt, aber keiner kloppt sich. Fast so, als würden sie sich nicht kloppen wollen. Und das kriegt Grunt nur so partiell gepasst, weil ihm da ziemlich dämlich erscheint. Kämpfen ist doch ganz einfach. Niete den Typen um, der auf dich zielt. Und es klingt fast so ein bisschen, als würde ihn das nervös machen, weil diese doch sehr einfach zu verstehende und handliche Regel in dieser Bar offensichtlich nicht funktioniert. Testosteron und Aggression liegen in der Luft und passiert nichts. Das ist ihm skeptisch. Aus einem gewissen Blickpunkt kann man das glatt nachvollziehen. So, wo kriege ich jetzt dieses blöde Paket her? Ich bin die ganze Tag Zeit hier. Damn you, Fetch Quest. I didn't mean. Okay, look, I'll take another look at the contract. Maybe it needs to be. Okay, jetzt müssen wir nochmal schnell nachgucken hier. Journal, please. Packets für euch. Mara's Shop auf der Citadel oder Eternity of Ilium? Eternity, da machen wir doch richtig. For business. I don't know. Members of Eclipse Mercenary Band are facing tough questions after violence erupted at a gang-controlled warehouse. Detective Anaya, assigned to the case, has requested formal sanctions against the group. Local trader Pitney 4 has been arrested for illegal activity that came to light during the fighting. Ja, nochmal Nachrichtenzusammenfassung von unseren Heldentaten, während wir versucht haben, Samara rauszuboxen und den Namen des Schiffes, mit dem Morinth abgezischt ist, herauszufinden. Bisschen was zum Fallout dieser ganzen Aktion. Kurz zusammengefasst, Eclipse kriegt von der Konzernwelt von Ilium ordentlich auf den Sack, was gut ist. Und Pitney 4 wurde ebenfalls Knüppel auf den Kopf und abgeführt, weil er auch ein mieses Schwein war. Aber ist doch gut. So. Hier. Ah, Datapad. Okay. An Galana LeMay. Betreff Handelsrouten in die Terminus-Systeme. Keine Sorge, unser Kontaktmann ist ein batarianischer Gentleman mit dem Namen Anto. Er ist einer von Arya Telogs Lakaien, aber wir sorgen dafür, dass seine Hände immer gut geölt sind. Also, Korruption logisch.
Solange Arya nicht auf uns aufmerksam wird, sollte alles gut laufen. Hochachtungsvoll, Valeria. Okay, Arya, Valeria? Hehe. Stell mir doch die Frage, ob die Bioware-Leute auch gerne Game of Thrones gelesen haben. Beziehungsweise ich weiß, dass sie Game of Thrones gelesen haben, weil Dragon Age Origins, der erste Teil, der älter ist als Mass Effect, explizit als quasi Antwort, beziehungsweise als Biowares eigenes Dark and Gritty Game of Thrones-like konzipiert war. So, ich sehe jetzt schon ein Ding kommen. Also offensichtlich sind die Informationen, die wir für Ish einsammeln, irgendwie zumindest teilweise damit verbunden, dass jemand versucht, Arya übers Ohr zu hauen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir über kurz oder lang die Chance haben, diese Informationen statt an Ish direkt an Arya weiter zu routen. Da müssen wir mal durchdenken. Zunächst geht's aber ab zur Citadel. By the power of the jump cut, I command you, save us some time. Tada! Diesmal gucken wir mal gleich nach, bevor hier wieder 20 Mal durch die Gegend döner. Deliver package. Also, nee. Merit Shop, also. Oh, wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Hey, Bailey. Na? Alte Hundelunge? Welcome to Citadel Newsnet. I'm Emily Wong. A Salarian survey ship, the Callan High, has been officially declared overdue after 3 weeks without contact. At this time, it is unclear whether the Callan High was attacked or suffered an accident. Turian and Alliance frigates are coordinating a search. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Schon wieder peinlich. Ich muss weg hier. Also in der oberen Etage ist es nicht. Citadel Souvenirs. Vermutlich auch nicht. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Wer sagt denn, dass es nur einen allerliebsten geben kann? Ha! Hier haben wir's. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Datapad. Betreff Anto Bechtal. Anto Bechtal ist ein Mitglied der Verbrecherorganisation, die von Arya T'Loak angeführt wird, die oft als Piratenkönigin von Omega bezeichnet wird. Obwohl Aryas Gang großteilig luftdicht verschlossen ist, hat Anto ein Auge drauf geworfen, auch außerhalb ein wenig Arbeit zu bekommen. Wir sind uns allerdings nicht sicher, ob das ein Loch ist, was wir ausnutzen können. Immerhin reden wir hier von Arya T'Loak. Yep. Also da versucht jemand, der guten Arya ans Bein zu pissen. Und wenn ich mir jetzt an der Stelle mal anschaue, dass Arya sich bisher uns gegenüber nichts Gröberes hat zu Schulden kommen lassen und vermutlich ein Gefallen gegenüber der Piratenkönige von Omega ein bisschen mehr wert ist als gegenüber dem lustigen Salarianer, der ja nur auch wieder nicht ganz mit offenen Karten gespielt hat. Sollten wir die Gelegenheit vielleicht nutzen. Und Jump Cut. Und husch, sind wir wieder bei Ish. Mal gucken. Hello again, my friends. Please tell me you have something for me. Have you seen what's in these packages? Why? Did you find something untoward? Certainly nothing worth getting worked up about. This information could weaken Arya's organization. You better be sure it's safe before you take it anywhere. I'm touched. Trust me, I know what I'm doing. Shall we get back to business? No. Just wondering if you knew. Don't worry about it, my... Now, back to business. Do you? Of course. Aber ich habe mich gerade eben einmal schnell informiert. Eigentlich sollte man das ja nicht tun, ne? Sich vorher über die Konsequenzen in dem Wiki informieren, aber ist ja jetzt nicht so, dass wir gerade hier einen Blind Playthrough machen würden. Angeblich haben Miranda und Jacob eine Vergangenheit mit Ish. Mal gucken, ob wir da jetzt, obwohl wir sie beim ersten Mal nicht dabei hatten, noch was rauskriegen. Hello again, my friends. Please tell me you have something for me. Have you seen what's in these packages? Why? Did you find something untoward? Certainly nothing worth getting worked up about. This information could weaken Arya's organization. You better be sure it's safe before you take it anywhere. I'm touched. Trust me, I know what I'm doing. He's been doing this a long time. Okay. Why do you want information about one of Arya's men? It's not for me. A lot of people want a leg up on Arya, and they'll pay a lot of credits to get it.
If Anto or Arya found out, I'd be ruined. Or killed. Ja. Also Anto, haben wir ja gehört, ist einer aus Arias Truppe. Und der wäre ziemlich sicher nicht so happy, wenn die Information, dass er ein bisschen was nebenbei macht, so ans Tageslicht kommt. Und Arya wäre sicherlich auch nicht begeistert. Ish, lass es einfach sein. Arya will find out what you're up to, Ish. I don't envy you when that happens. I think I can handle it. No one has beaten Arya in centuries. Once she casts down your clients, she'll come looking for you. You're right. I have to get out of here. Thank you, my friend. You probably just saved my life. Come on, Sal. We have to get out of here. That's better than he deserves. Schade. Also, offensichtlich war die Vorgeschichte der drei, also Miranda, Jacob und ich, nicht sonderlich positiv. Aber die heißen Bits haben wir offensichtlich leider verpasst. Nehmen wir mal Grunt und Garrus mit. Jo. Mal gespannt, ob wir Anto oder Arya jetzt noch drauf ansprechen können. Hallo, Gris. Das hast du das letzte Mal auch schon gesagt. Arya to Luke. Hey, Anto. You wanna talk? Talk to Arya. Ah, okay. Also ihn können wir damit nicht mehr konfrontieren. What do you need? Und sie auch nicht. Thanks. Maybe I'll come back later. You do that. Ich wollte nur mal kurz für ca. 250 Millisekunden meine Beine ausruhen. Wir joggen hier die ganze Zeit durch die Gegend. Und diese Jump Cuts, die gehen auch tierisch auf den Rücken. Arya has work for you, if you're interested. Na, hat sie nicht? Arya has a job she needs doing. You up for some work? Oh, ich hätte einfach mal mit Gris sprechen müssen. Okay. I'm game, worum geht's? That depends on what Arya has in mind. Arya's gotten word that some blood-packed mercs plan to kill an old acquaintance of hers. A Krogan named Patriarch. She'd like you to keep that from happening. Nee, die miesen Schweine. Bloodpack versuchen, unser Kumpel Patriarch umzunieten. What's the Bloodpack's problem with Patriarch? If you've met Patriarch, you know. He can't keep his damn mouth shut. Das stimmt. Some people don't appreciate his stories. Especially when he dips into non-fiction. Patriarch, der alte Kroganer, den Arya zusammen mit dem ganzen Rest von Omega quasi als Trophäe übernommen hat. Er erzählt halt gern. Und es gibt halt Leute, die mögen seine Geschichten nicht. Und ganz besonders dann, wenn er ja mal nichts dazu dichtet, sondern die Fakten auf den Tisch legt. What's Arya's interest in protecting her? Patriarch was one of her deadliest enemies back in the old days. Now she keeps what's left of him around as a trophy. As long as he lives, he's a perfect example of what happens when you go up against Arya. Ja, das hatte Patriarch ja auch schon gesagt. Er ist jetzt halt quasi ein Besitztum von Arya. Und ein lebendes Exempel dafür, was passiert, wenn man sich mit Arya anlegt. Dann macht es irgendwie schon Sinn, dass sie kein Interesse daran hat, dass irgendein dahergelaufener, runtergerotzter Bloodpack-Penner daherkommt und ihre Trophäe wegputzt. Why come to me? Arya's usual muscle not up for the job? Because Arya said so. What other reason do you need? People like Arya don't do things without a damn good reason. I want to hear it. Fine, but I didn't tell you this. Got me? If it gets out that Arya's protecting Patriarch, well, that can look like a weakness. And some people might want to exploit that. You're not on her payroll, so you helping Patriarch just seems like a random act of kindness. Nee, das stimmt. Ist ja nicht so, dass wir irgendwann schon mal irgendein Hilfegesuch abgelehnt hätten. Das macht natürlich Sinn. Leute könnten das als eine Art Schwäche auslegen, wenn bekannt wird, dass sie auch nur einen Finger krumm macht, um Patriarch zu beschützen. Ja, komm, wir mögen den alten Sack. I'll look into it. Good. Patriarch's downstairs, likely surrounded by his fans. Get him into hiding until the mercs move on. Come back here when it's done, and you'll get your due. I'll be back when the job is done. Good luck. Also, Auftrag von Arya ist, Patriarch dazu zu bringen, dass er untertaucht, bis sich der Staub gelegt hat. Hey, Patriarch, ne? You again. Greetings. Grüezi. Mach mal, dass du fortkommst, Junge. Some people want you dead. I've been asked to move you to safety. Well, of course. Arya wouldn't want me hurt. It would make her look bad. Perhaps Arya's reputation is no longer my concern. Perhaps I will stay.
See who thinks me important enough to kill. Okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die normale, langweilige Variante. Komm, ist es Zeit zu gehen, Patriarch? Oder wir könnten Renegade-mäßig versuchen, ihn ein bisschen aufzustacheln mit was bist du eigentlich für ein Kurganer? Oder alternativ, wir waren ja auf Tuchanka. Wir haben erstklassige Erfahrungen sammeln können, wie das funktioniert mit der Kurganer-Gesellschaft. Wir könnten anbieten, dass wir sein Krunt werden. Here's an idea. Let me handle the assassins for you. Declare us your Krant. We will face down the assassins in your name. My Krant. It's been so long since anyone wished to fight for my honor. If you would do this for me, I would be grateful. I might even be a Krogan again. Yo, läuft. Oh, gut, dass wir Grunt dabei hatten. Er konnte da gleich nochmal mit reinstechen und sagen, hey, lass uns für dich kämpfen in deinem Namen. Und das gehört sich ja durchaus so, dass gerade hochrangige Kurganer einen Grunt haben, also quasi ein Team, das sie als Battlemaster quasi verwalten. Ha, I didn't think aliens could live like this. Drinks, fights, noise. These people think they're Krogan. Und wiederum ist es die Bar, die Grunt gut gefällt. So, jetzt müssen wir bloß noch die Bloodpack-Penner ausfindig machen. Oh, mal gucken. Na, hallöchen. Out of our way, human. You here for Patriarch? What if we are? You gonna do something about it? Ja, ich würde euch dann aufhalten. Patriarch sent us. Said to do whatever it take. Your Patriarch's Krant? I wasn't aware the old man had one. You should have done your homework. Boomer. Sehr gut. Müssen wir uns nicht mal selber die Finger schmutzig machen. Killed by the power of the cutscene. I take it. Hey, Patriarch, alles gut jetzt. You killed them all. And everyone knows that the Patriarch is not to be crossed. Thanks to you, Arya may think of me as more than a trophy. A real advisor, maybe. Or even a threat. Ja, aber nicht übertreiben, ne? Take care, Patriarch. For the first time, I like that name. By the way, be careful with Arya. She will approve of what you've done, I think. But not of you altering the balance of Omega. I think it reminds her too much of herself. Ooh, eine gute Warnung. Also, Arya mag es vielleicht gefallen, was wir hier so treiben, aber sie wird ein strukturelles Problem damit haben, wenn wir das Gleichgewicht auf Omega irgendwie zerfuschen. Patriarch vermutet, dass das unter anderem damit zu tun haben könnte, dass wir sie irgendwie ein bisschen an sie selbst erinnern. Müssen wir aber gleich klar machen hier. Das Rattenloch ist von uns nicht von Interesse. Arya wants to speak with you, human. She heard you took on the Blood Pack assassins yourself. I wouldn't keep her waiting. Ew. Hoffentlich ist er nicht zu mies gelaunt. Word has it that Patriarch's Krant took out the men set here to kill him. Funny, I didn't know he had a Krant. Er ist stärker, als du es vermutest. Patriarch has more influence than you thought. I see. Well, maybe I should watch my back then. It's not what I asked. But you got the job done. You've done a lot for me, Shepard. Let me return the favor. We're sending your coordinates to a cache on an uncharted world. You want it? It's yours. Ja, vielen herzlichen Dank. We can use any help we can get. Whatever you find is yours to deal with. Ja, kann ich doch den Haken an der ganzen Sache schon förmlich riechen, aber naja. We friendly enough to talk about who you were before, Omega? You're reaching back centuries, Shepard. Long before anything that should matter to you. So why keep it secret? No reason, from your perspective. But there are plenty of people out there with long memories. I've had a few careers, a few names. Commando training, mercenary leanings. I've kept what was valuable and dropped the baggage. I thought you were in charge. Why so scared of your past? I have nothing to fear on Omega.
That doesn't mean I want to broadcast my past to the galaxy. You'd be surprised how long some entities can hold a grudge. This little exercise with Patriarch? A footnote. Not even the first Krogan I've pissed off. You're important, but also isolated. No other allies out there to back you up? I lean toward a particular type of work. It tends to encourage professional rivalry. Sometimes you'd rather disappear than be forced to kill someone. You couldn't have started here with nothing. You must have been someone important. I've always been important, even if others didn't recognize it. So yes, I had money to start this operation. I also had creditors who thought they were more entitled to it. I let them chase a ghost, or several. It's relatively easy to outlive a Solarian, but not their record keeping. Okay. All right, I'll drop it. Better luck next time. Tja, hat sie mal ein bisschen blicken lassen. Hat, bevor sie hier gelandet ist, verschiedene Karrieren gehabt. Hat Training als Kommando erhalten, das hätten wir uns jetzt fast denken können. Danach ein paar Gastauftritte als Söldnerin. Wie sie es so schön formuliert hat, sie hat das behalten, was von Wert war und den ganzen Rest ihrer Vergangenheit fallen lassen. Ja, und hat dann noch, als wir ein bisschen nachgebohrt haben, zugegeben, naja, dass sie natürlich die ganze Operation hier nicht ohne Investoren hat starten können. Investoren, die dann am Ende des Tages der Meinung waren, dass sie ein bisschen mehr verdient haben, als ihnen tatsächlich zustand. Und darum hat sich Aria allerdings auch gekümmert. Sounds like you and Patriarch have a history. Our history is Omega's history. Long. When I arrived, Omega was lawless, a land of opportunity. I built alliances and destroyed the fools who wouldn't get in line, which was most of them. But Patriarch, it was something different. A powerful friend. Uha. Patriarch war ein mächtiger Freund. I'm surprised you were ever anything but rivals. We were allies for 100 years. I suppose he decided that was long enough. Wasn't a surprise when he turned. He controlled the muscle, my people contributed more subtle action. Espionage, politics, assassination. Fortunately for me, his men had become accustomed to certain benefits of working with Asari. Superior intel? Assassination? That's cute. No, I took advantage of certain skills my people try to downplay. Patriarch's men abandoned him in droves. In the end, we fought face to face on this very spot. Ich glaube, sie spricht von Sex. The toughest fight of my life. But of course I won. Patriarch doesn't sound like something an Asari would come up with. I found it humorous. He wanted power. And we pretended he had it with a word that doesn't exist for my people. I eventually found a certain respect for the title and the man. Tja, die Vibes habe ich tatsächlich auch bekommen. Also klar, einerseits ist er eine Trophäe, aber naja, den Aufriss, den Aria gemacht hat, würde man auch nicht irgendeinem x-beliebigen Ding, an dem einen nicht liegt, zukommen lassen, nicht wahr? So you kept him around as a trophy? I did. A trophy and an example. Whenever someone thought about taking me on, I pointed them to Patriarch. Dignity is one of the few commodities not available on Omega. Interesting, but let's move on. Do you need something else? Nö, danke schön. Thanks. Maybe I'll come back later. Why don't you find a nice girl to keep you warm in the meantime? You look like you need to loosen up a little. Ah, das ist sehr cool. Aria und ich sind jetzt eher so ein bisschen auf Buddy Terms. Aber eine Lady brauche ich mir gar nicht finden, denn wir haben schon die eine oder keine. Auch wenn wir noch ein bisschen an den Details arbeiten, aber sie ist es wert. Come on, let me in. Mögest du auf ewig hier stehen, merkwürdiger Mensch. Sehr gut. Also, jetzt in der Buddy Zone bei Aria T'Loke, was weniger negativ ist, als es klingt. Sehr viel mehr würde bei Aria T'Loke vermutlich eh nicht gehen. Das ist quasi wie Honeymoon-Hochzeit mit jeder anderen Person in der Galaxis. Patriarch ist auch gut drauf. Wir konnten sogar Ish davon abhalten, etwas sehr, sehr Dummes zu tun. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann unser Questlog leert sich so langsam, aber so ein, zwei Sachen haben wir noch. Während ich die Fische fütter, können wir mal ganz kurz reinschauen.
Stimmt, ich erinnere mich dran. Wenn man ihm den Tipp gibt, dass er sich vom Acker machen muss, dann bleibt es hier bestehen. Da müssen wir jetzt mit leben. Arrival, wie gesagt, würde ich gerne nach dem Hauptspiel machen. Das können wir dann nämlich auch tun. Bleibt aber noch Operation Overlord und dann natürlich die Sache mit den Reaper-IFFs. Ganz nebenbei hat uns Aria ja noch den Hinweis gegeben über eine Kiste. No messages for you, Commander. Mal gucken, ob da jetzt irgendwo was aufgetaucht ist. Mal checken. Project Overlord, no. Pylos Nebel, Citadel, Tuchanka. Ich schätze vermutlich, wird es da eine Nebenquest gewesen sein, die wir schon durch Zufall gefunden hatten. Meine, die Galaxis ist ja nur de facto bis auf das Phoenix Marsing komplett erforscht. Naja. Anywho, ist eh viel besser, dass wir gut mit Aria zurande kommen. Kann durchaus hilfreich sein. Für später. Ne? Erschieß die Feinde, die du musst, und mach die Freunde, die du kannst. Thema Freunde. Muss mal eine unserer mächtigsten Verbündeten zum jetzigen Stand mal wieder aufsuchen. Auf zur Shadowbroker Base. Also, ich freue mich sehr, jetzt hierher kommen zu können, ohne besorgt zu sein, ob wir diesmal ein vernünftiges Update in absehbarer Zeit bekommen oder ob wir wieder 3 Stunden das lustige Quick-Save-Quick-Load-Spiel spielen müssen. Dossierzeit. Wir haben ja alle unsere Teammitglieder, die wir zumindest jetzt schon an Bord haben. Eine Gestalt fehlt ja noch. Aber für den Rest können wir uns jetzt endlich mal ganz in Ruhe die Dossiers angucken. Wird tatsächlich so sein, dass entweder am Ende der Episode, aber da bin ich mir noch nicht 100% sicher, vielleicht auch nochmal in einem separaten File, ich das alles nochmal vorlese. Das kann man dann bestimmt prima als Podcast hören. So, ist ja eh, wie ich mir so herangetragen wurde, die Premiere-Aufnahmeform. Da gibt es auch nicht sonderlich viel an Bildern, was man da verpassen würde. Hey, Lily. Shepard, I'm glad you came. Ja, schön, dass es dir offensichtlich noch gut geht. Shepard, I'm glad you came. Tut mir leid, ich wollte dich nicht nochmal nerven. 10.000 Iridium, joa. Passt schon. Opportunities gibt's keine mehr. Dossiers. So. Tja, so viel also dazu. Dann lassen wir es erstmal zu Hause bei Freunden hier in der Shadowbroker Base gut sein für diese Folge. Beim nächsten Mal werden wir uns dann Operation Overlord annehmen. Und ich hoffe, da seid ihr wieder mit dabei, denn so viel sei schon mal gespoilt, ist es tatsächlich von allen DLCs, die Mass Effect 2 anzubieten hat, mein persönlicher Favorit in jeglicher Hinsicht. Und lohnt sich dann also wieder einzuschalten. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Ganz vielen lieben Dank, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Lasst es euch gut gehen und bis denn. Das hier ist ein kleines Lied über das eine Betriebssystem, mit dem ich so tief emotional verbunden bin wie mit keinem anderen jemals zuvor. Ein Betriebssystem, was mich seit Beginn des Treureport-Live-Berichts begleitet und mit dem es wirklich niemals langweilig wird. Auf dem Papier sah es ja honorig aus. Ein Alpha bis zum Megastyle-Betriebssystem Windows 10. Das beste Windows aller Zeiten, doch tut's nur eins, Brechreiz verbreiten, denn mein Elan ist direkt am Start verreckt, Upgrade für alle Dreck. Und siehe da, es war ja klar, sind erst die User am Start, wird Katana obligant. Schon deshalb bin ich Windows 10 scheiße, recht schäbig und scheiße. Und eine Frechheit, es ist sowieso Windows 10, fürs bitte scheiße. Oder trink ganz viel Bleiche und dann versenk dich bitte selbst im Klo. Eher fress ich 300 Haufen, als mir die schön zu saufen. Deine ach so tollen Features sind mega. Deshalb find ich dich scheiße und bis ich ins Gras beiße, bist du mein Feind, bild ich spuck auf dich. Auf deine Updates ist man ja stets gespannt. Mal wird der Rechner sicherer, mal klatscht er an die Wand. Verzockt von Mut oder von Ignoranz, dass man Updates bei Windows Home nicht mehr verzögern kann. Aber hey, das ist voll okay. Ich könnte ja auch zu Linux gehen, vielleicht finde ich's da ja schön. Ich meine, Wayne, ich muss doch verstehen, dass der User dämlich ist, zu doof zum Bissen gehen. Und darum soll ich 20 Updates feiern, dankbar sein und feiern.
dass Microsoft unser Bestes will. Nur leider kommt mir da halt das Reihen, lass mich ungern vereien. Mir bleibt ja nichts, doch danke sag ich nicht dafür. Leute, mir ist klar, ihr wollt Daten, wärt so gern auch ein Kraken. Aber seid doch bitte minimal clever dabei. Bringt mich nicht konstant zum Reihen, wird auch dann nicht abfeiern. Aber vermutlich grummeln akzeptieren. Ist auch so lustig, dass mit jedem wichtigen Update die relevanten Datenschutzoptionen immer in andere Menüs verschwinden, damit man sie möglichst schlecht finden kann. Und mit jedem Mal wird es parallel dazu schwieriger, dem Datenstaubsauger Cortana das Maul zu stopfen, wenn ihr sie dann bei der Gelegenheit gleich mal wieder, ohne mich zu fragen, wieder auferstehen lasst von den Toten. Ist ein ganz dummer Zufall, bin ich mir sicher. Ist nur für meine User Experience. Oh, Windows 10 ist bitte scheiße, meine nussige Scheiße. Und spür ich anschließend selbst weg im Klo. Windows 10 ist bitte scheiße, du Betriebssystemseuche. Du bist und bleibst ein hochpotentes Sprechmittel. Wärst so gern wie Apple und Google. Datenfang, Edelhure. Du ist bei dir die UX völlig am Arsch. Also friss bitte schön scheiße, dass ich so entgleise. Hast du dir 2 Jahre lang hart verdient.